Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich habe wichtige Nachrichten zu verkünden. Der Gemeinderat hat sich gestern Abend getroffen, um in geheimer Abstimmung zu diskutieren und zu beschließen, wie die neue Grundschule in Aschfeld heißen soll. Ja, es hat lange gedauert. Kurz nach zwei kam die letzte Abstimmung, die das Ganze beschlossen hat. Und bevor ich den Namen verrate, will ich erst kurz erklären, was wir uns vorher gedacht haben. Das ist auch der Grund, warum es so lange gedauert hat. Wir haben uns nämlich zuerst überlegt, welche Kriterien denn ein Name erfüllen muss, dass er für uns gut genug ist. Wir haben drei Stück uns vorher überlegt. Erstes Kriterium, wir wollen unsere Schule nach einer verdienten Persönlichkeit benennen. Ja, das Johann-Schöner-Gymnasium in Kallstadt gibt es und die Max-Balles-Mittelschule in Anstein. Sowas wollen wir auch. Dann das zweite, der Name darf nicht zu lang sein. Ja, Johann-Rudolf-Glauber-Realschule, sowas kann sich doch kein Grundschüler merken. Deswegen nur der Nachname und dann ist es kurz. Ja? Glauber Realschule ist okay, Schöner Gymnasium ist okay, aber nichts Längeres. Und dann das Dritte, was uns wichtig war, wir wollen unsere Schule nach einer verdienten Persönlichkeit aus der Region benennen, die sich um unsere Schulen im Gemeindegebiet verdient gemacht hat. Dann haben wir also überlegt, wer denn da in Frage kommt und es hat nicht lange gedauert und dann sind wir auf den Lothar Panzer gekommen. Der Lothar Panzer war lange Jahre lang Schulleiter von der Volksschule im Gemeindegebiet und ist danach noch, hat er noch höhere Sphären da erreicht. Er war nämlich bei der Regierung von Unterfranken für die Schulen in ganz Unterfranken zuständig. Außerdem in Frage kommt der Viktor und die Gudrun Krautwurst. Der Viktor war auch lange Jahre Schulleiter von der Volksschule im Gemeindegebiet. Und die Gudrun, seine Frau, sie war viele Jahre lang Lehrerin an der gleichen Schule. Unter anderem auch meine eigene Grundschullehrerin. Ja, wir haben lang diskutiert. Die letzte Abstimmung ging auch ganz schön knapp aus, nämlich 17 zu 12. Und ich kann jetzt endlich verraten, wie die neue Grundschule in Aschfeld heißen wird. Der Name ist, tata, Panzerschule Aschfeld. Wie ich finde, ein hervorragender Name. Die Ehepaar Krautwurst ist leider nicht zum Zug gekommen, aber wir haben ja noch eine Mittelschule, für die wir auch noch einen ordentlichen Namen brauchen. Eine letzte Sache habe ich noch, nämlich wer jetzt Lust hat, ein Logo zu entwerfen, wer Ideen hat, wie man den Namen, Aschfeld, die Schule, alles in ein Bild oder in ein Logo zusammenbringen kann, der ist herzlich eingeladen, das zu uns an die Gemeinde zu schicken. Und es winken wertvolle Sachpreise und natürlich Ruhm und Ehre bis in alle Ewigkeit.